Hey, Leute, Mijian, willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight als Fengmin. Also, beziehungsweise als Survivor, logischerweise. Auf dem Schrottplatz. Da ist kein Totem drin. Wir spielen gerade an einem doppelten Nullpunkte-Wochenende. Zumindest ich. Bei euch wird es wahrscheinlich schon lange, lange, lange Zeit um sein. ich spiele mit Flink. Mit. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Okay, also ich spiele mit Flink, damit kann ich über Sachen drüber springen, wenn ich gejagt werde, kriegt dadurch einen Sprintboost. Hat einen 50 Sekunden Cooldown, glaube ich. Ich spiele mit Unbeugsam. Damit kann ich eigentlich einmal vom Boden recovern. Und bin allgemein schneller am Recovern, wenn ich am Boden liege. Hinten arbeitet auch jemand. Könnte mir eigentlich hingehen, aber egal. Ja, Selbstfürsorge dabei, damit kann ich mich selbst heilen, auch ohne Medkit. Und mit Medkit geht es deutlich schneller. Also ohne so viel zu verbrauchen. Und ich habe Adrenalin, so ist der Perk dabei. Damit, wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt werden, werde ich geheilt komplett und ich kriege einen Sprintboost für 5 Sekunden. Mir ist in der letzten Runde tatsächlich der Vorteil aufgefallen von Unbeugsam gegenüber dem Strike. Und zwar kann ja nur jeder Survivor jede Runde, beziehungsweise es kann nur ein Survivor jede Runde geben, der den Strike richtig verwenden kann. Weil nur eine Besessenheit, es gibt nur eine Besessenheit pro Spiel. Die Besessenheit kann den Strike einsetzen, direkt nachdem sie aufgehoben wurde. Alle anderen müssen sich zur Hälfte freigewiggelt haben. Deswegen ist der Strike da halt nicht so einfach nutzbar. Ja, und deswegen ist Unbeugsam, sich vom Boden recovern zu können, in dem Sinne ein Vorteil, als dass das jeder kann. Welcher Killer? Fuck, sorry. Hat auch gefällt. Der Trapper. Hätte ich vom Herzschlag jetzt direkt gar nicht so erkannt. Weil ich mich frage, warum der nicht zu uns geht. Warum nicht? Alles doppelte Punkte, Leute. Da hinten ist der Trapper, haben wir schon gesehen. Ist auch eine Falle. Hat sie. Ich glaube, sie hat Balanced Landing. Oder sie hat einfach einen Sprintboost, weil sie ist gerade runtergefallen, hat einen Sprintboost bekommen. Kann aber auch daran liegen, dass sie dann erst den Sprintboost getriggert hat, aber ich würde behaupten, sie hat Balanced Landing. Jetzt werde ich zu dem Generator gehen, in dem er eben war. Fuck you. Die Palette war wasted. Hätte ich nicht machen sollen. Ich habe theoretisch immer noch Flink. Wird ungern über durchs große Feld laufen hier. So, jetzt werde ich meinen Sprintboost triggern. Nein, werde ich nicht, weil ich nicht gejagt bin anscheinend. Ich dachte, es hätte gezielt, dass ich gejagt werde. Anscheinend nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Krass. Ah ne, das ist ein anderer Generator. Ich dachte schon, das wäre der, wo der Mate gerade eben dran war mit mir. Aber wenn er hier weggeht, dann gehe ich zu Nils. Als nächstes hier in die Richtung. Zum nächsten Generator. Der ist direkt hier. Eine Falle bestimmt irgendwo, oder? Mal. Manchmal ist, Niederwild doch kein schlechter Perk. Ich weiß noch, wo ein Totem ist, das werde ich vielleicht nachher zerstören. Weil ich mittlerweile mir gar nicht sicher bin, ob es wirklich so klug ist, die Tote zu zerstören. Gerade wenn man auf der Jagd nach Hextotem ist, also nach dem Verfluchten, ist es vielleicht manchmal klüger, Tote nicht zu zerstören, wenn man weiß, wo sie sind, weil dann ja die Chance entsteht, dass dort der Perk, niemand mit dem Tod reinkommt. Ihr versteht, was ich meine. Und dann könnte es natürlich besser sein, die jetzt gar nicht erst zu zerstören. Allerdings bin ich momentan damit die Punkte, deswegen werde ich sie sowieso zerstören nachher. Aber generell, weil ich jetzt gleich, nachdem ich den Generator fertig habe, erstmal eh zu einem Ausgangstor renne, Adrenalin, und da versuche ich das aufzumachen, weil das bringt ja nochmal 2500 Punkte mit doppelt. Kurz den Platz gewechselt, bin ich doch hier näher am Ausgang gerade. So, da hinten müsste ich glaube ich hin. Und. Na, doch, da hinten. Boom. Und da ist es vorbei. Ich fand die Anzeige, dass man zumindest weiß, wie lange der Sprintboost doch geht, eigentlich ganz cool. Auch wenn von mir aus die Anzeige. Weil ich finde das eigentlich cooler, wenn das jetzt bei allen der gleiche Cooldown quasi einfach nur ist. Dass halt der Herzcooldown zwar auch oben rechts angezeigt wird, aber auch unten rechts bei den Perks. You know what I mean? Kommst jetzt hier hin, wo der Killer hinter dir ist? Nee, oder? Der erst das Tor öffnen, tut mir leid. Glaube ich wichtiger, weil dann kannst du auch direkt rausrennen, theoretisch. So, okay, ja dann.
Halt ich direkt. Du bist auch ein Totem, aber das werde ich jetzt einmal drauf verzichten. Weil wir noch die letzten beiden sind und das würde ich mir nehmen. Auch wieder mein Flink kann ich theoretisch jetzt auch wieder verwenden, weil der Cooldown von Adrenalin weg ist. Aber ich denke, wir gehen jetzt aber raus und scheißen auf das Totem. Ja, komm. Gut. Jetzt werde ich mir kurz die Punkte angucken. Das war eine extrem kurze Runde. Dann werden wir wahrscheinlich entweder der zweite hinten dranhängen oder es war schon angehangen an die davor. Mal gucken. Aber wahrscheinlich werde ich eher jetzt noch einen hinten dranhängen. Sieht so aus. Natürlich wieder eine Träne bekommen. Will ich eigentlich gar nicht. Weil ich es lieber mag, auf nicht so hohen Rängen zu spielen. Oh, der Killer war nur Rang 20, 2500 Punkte. Der war auch nicht gut. Aber wir sind sofort wieder in der nächsten Runde. So, eine zweite Runde. Da vorne sind auch schon Teammates. Sogar auf die anzuschreiben. Und wir suchen uns direkt mal einen Generator. Ich dachte, eigentlich muss ich Luca gleich mal antworten. Eigentlich muss ich nicht, aber würde ich gerne, weil. Egal. Der schreibt gerade Quatsch. Mehr oder weniger. Ich müsste ihm eigentlich gerade was erklären. Moment, gerade angefangen. Und weiter. Entschuldigung. Ich werde die nächste Runde mit Luca sein. Aber die Folge meint er doch auf jeden Fall noch alleine. Wie gesagt, wir haben natürlich wieder Flink, Adrenalin, Selbstfürsorge und Unwirksam dabei. Gucken wir, ob wir in der Runde auch wieder welche machen. Oh, wieder der Michael Myers. Hui. Gucken wir mal diesmal, ob Michael Myers uns abziehen wird oder ob er lieber nicht so gut spielt. Macht keinen Sinn. Der war schon verletzt, oder? Ja, der war schon verletzt. So. Macht auch gar keinen Sinn, der ist ja nicht hier wirklich gegangen. Dann wollen wir direkt mal den nächsten Generator suchen. Und zwar hier nicht, weil hier ist keiner. Aber da drin ist einer anscheinend. Und der Keller. Hier wird wahrscheinlich der Mate vorhin dran gearbeitet haben. Mal gucken, ob der Killer hier hinkommt zum Keller. Dann werden wir die Palette natürlich umwerfen. Aber es sieht nicht so aus, als hätte mich schon Herz gebrochen. So, also könnten wir erst ein bisschen Generator nach. Oh. Ich würde sagen, Mate, wir ziehen durch, oder? Würde jetzt bestimmt hier hinkommen, oder? Ich werde hinten rum rausrennen und natürlich nicht nach vorne. Der Killer natürlich sofort merken. Er hat mich gesehen. Tschüss, Killer. Wenn er, vielleicht hat er mich gesehen und kommt jetzt hier hin. Also gesehen hat er mich auf jeden Fall. Er hat mich auch gestalkt. Frage ist, ob er jetzt zu mir kommen möchte oder nicht. Weil haben wir den Schutzwald? Ich habe gar nicht aufgepasst, welche Map wir spielen. Nee, logischerweise haben wir nicht. Oder? Das wäre Schutzwald. Fuck, Schutzwald ist wohl die schlechteste Map für den Survivor. Hier ist anscheinend der Schutzwald. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich habe am Anfang nicht aufgepasst, weil ich wie gesagt geschrieben habe. Oh, Schutzwald. Haben wir keine große Chance. Schutzwald ist die schlimmste Map für Survivor. Warum wird er nicht gerettet? Der andere Mädchen war doch auf dem Weg dahin. Und ich war sein. Dankeschön. Kann ich wieder den nächsten Generator setzen? Wenn wir auf Schutzwald kommen, für alle, dann sind wir entweder ziemlich gut oder Killer ziemlich schlecht. Schutzwald, da gibt es halt wenig zum Juken. Kann man quasi nur geradeaus weglaufen. Und der Killer hat da ziemlich große Chancen. Ich gerade richtig. Nee, okay. Ich dachte gerade, der wäre so über die komplette Map gelaufen, wird dann wieder umgeklatscht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss gleich auf jeden Fall Luca antworten. Sorry. Ah, direkt bei zwei. Nice, oh, der ist schon tot. Oh Mann, warum wurde der nicht früher gerettet? Wer hingelaufen hat, ich dachte, der Killer hat mich gesehen. Und vor allem, dass der andere Mate rettet ihn. Sorry, Kaktus dafür. Tut mir leid. Aber dafür sind wir bald schon mit dem vorletzten Generator fertig. Und ich würde auf jeden Fall natürlich gerne das zweite Ausgangstor öffnen. Oder eins der beiden. So rum. Letzte Generator werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich hoffe mal, dass irgendwer schon am Generator dran ist. Aber ich hoffe, dass ich nur der vorletzte bin, der fertig wird. Nicht der letzte. Weil wenn ich der letzte bin, der fertig wird, dann wird er wahrscheinlich direkt zu dem Ausgangstor sein. Kommen, an dem ich hier sitze. Das möchte ich natürlich nicht. Okay, der Cody wurde geschlagen. Ich hoffe, dass der D komische Zeichen und einen Generator macht. Rümer ist eben Generator schon angegangen, ne? Das ist keiner. Okay. Dann. 1250 Punkte wieder abgesnackt. Wir haben am Ende der Map.
Hier bin ich ja gespawnt, ne? Genau, hier hat der Mate auch das Totem weggemacht. Leider, hätte ich gerne selbst gemacht. Schutzwald, was ist eigentlich für ein Baum? Bestimmt im Wiki-Eintrag irgendwas drüber zu lesen. Finde ich zumindest cool. Mal also gibt es solche ultra relevanten Informationen. Ach, der campt. Wenn der campt, dann weiß ich, warum der andere eben nicht gerettet wurde. Die Kiste. Auch gern holen. Wo ist der hin? Der Zidis? Da ist er. Habe ich gesehen? Oh, war es knapp. Boah, war es knapp. War vielleicht auch ein bisschen... Hey, tank mir ein. Tritt er mir hinterher? Nein, tut er nicht. Okay, dann musst du keinen tanken. Alles easy. Heil mich. Danke. Matt Downey, der hat noch nicht gestruggelt, ne? Gut so. Ah, ich würde natürlich gerne den Generator hier mit dem Mate machen, aber es geht natürlich nicht, wenn der Mate jetzt direkt daneben hängt. Ich glaube, er hat ein Scalding, oder? Hat er das gesehen? Er hat gesehen, dass wir uns hier heilen. Oh, oh. Tschüss. Oh, oh. Ich würde nicht zum Mate locken. Verdammt campen. Er stalkt sich auf jeden Fall voll. Er scheint mir nicht zu groß hinterher zu... Oh shit, jetzt hat er aufgegeben. Da habe ich ein Problem wahrscheinlich. Und weil ich glaube, er seine Nurse Calling hat. Muss dann hier weg. Okay, wegkommen ist gerade höchste Priorität, dann muss ich mich heilen. Hoffe, dass er mich nicht direkt findet. Weil er hat Nurse Calling, denke ich mal. Oder er hat uns gesehen, aber ich glaube, er hat Nurse Calling. Das heißt, wenn er mal in die Reichweite kommt, wird er sehen, dass ich mich heile. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt wisst ihr, wo ein Generator steht und eine Kiste. Die Kiste würde ich eigentlich auch gerne plündern. Würde mir auch nochmal 300 Punkte geben. Habe ich auch nichts gesehen. Und vor allem ein Item. Vielleicht auch ein Werkzeugkopf oder so, mit, wenn ich schnell reparieren kann. Dann werde ich jetzt erstmal dahin kommen. Schauen, ob ich das kriege. Ich wäre es nice, wenn ich währenddessen den nicht über den Weg laufe. Hat sich schon erledigt. Ist er hier? Auch zu heilen? Kann ich dich heilen? So safe? Mate. Wie viel... Wie unlucky kann man eigentlich sein? Oh nein! Ich darf sich riskieren, mich hitten zu lassen. Ah, wenn ich irgendwo ein Fenster finde, kann ich da drüber sprinten und damit flink abhauen. Solange ich das nicht kriege, bin ich verloren. Flink, Leute! Super flink! Wer hat mich nicht gesehen? Er hat mich gesehen. Oh! Okay, Diabolik. Jetzt was dagegen auszulaufen. Einfach mal so. Just for me. Aber just for the Lulz. Einfach mal so. Nicht mehr da sein. Dankeschön. Ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Aber nicht genug Möglichkeit zum Stalken geben. Ich hoffe, der Mate kann sich heilen oder Generator machen oder irgendwas. Ich weiß auch, dass er nicht einfach nur rumgeht und denkt, oh nein, ich werde gleich gefunden von dem und der Mate, andere Mate macht schon alles. Nein, das ist ein richtig unsicheres Versteck. Gesehen? Nicht? Nice one. Ja, der Mate konnte sich heilen, das ist gut. Und wegkommen, das ist noch besser. Für mich zumindest. Okay, jetzt versuche ich zum anderen Generator zu kommen. Hab ich gesehen? Ja, Pater. What the fuck, wie unglücklich kann man denn sein, ey? Ich find's nice, wie lange ich jetzt schon weglaufen konnte. Obwohl es ja Schutzwald ist, mein Freund. Schutzwald. Wie gesagt, Schutzwald ist schlecht abzuhauen drauf. Oh, war das knapp. Ah, ich habe den Flink nicht getriggert.
Da bin ich auch nicht heilen. Wird's mitbekommen. Okay, weiß, wo ich bin. Oh, ein Fenster. Ich aber nicht zum Keller. Andererseits kann ich beim Keller abhauen. Sorry, Mate. Wollt ihr nicht hin? Okay, jetzt hat Flink getriggert. Ich weiß trotzdem, wo ich bin. Jetzt bin ich down. Shit. Ich hab unbeugsam. Vielleicht geht er zum Mate. Geht zum Mate. Nein! Oh, das ist ein Camper. Schade. Ey, ich konnte aber ultra lange ablenken. Jetzt wäre mein Strike natürlich geil gewesen. Ich gehe davon aus, dass, noch, dass der andere Mate nicht die letzte Night von ihm ist. Ich hoffe, dass er den Generator fertig macht, der andere Mate. Vor allem, wenn ich, genau, wenn er mich jetzt rettet, bin ich instant geheilt. Nein, nein, bitte komm zu mir. Mate, vertrau mir, komm zu mir. Mate, komm. Wenn er mich jetzt noch rettet, bin ich sofort geheilt und habe einen Sprintboost. Weil Adrenalin triggert erst, wenn es möglich ist zu triggern. Bedeutet, wenn ich vom Haken gerettet werde, ist es möglich zu triggern, dann bin ich geheilt und krieg einen Sprintboost. Dann bin ich sofort weg. Aber der Mate glaubt, ich glaube, dass der Mate glaubt, dass er campt. Komm doch. Bitte, Mate. Trau mir. Der rennt raus. Er rennt raus. Er ist rausgerannt. Ey, komm, du hättest wenigstens gucken können. Das war eine richtige Anti-Mate-Aktion. Er hätte mich so retten können. Scheiß drauf. Ich hoffe, ja, er wird wahrscheinlich direkt rausgegangen sein. Wer war es jetzt? D. Mann, das war richtig assi. Ich habe noch nie so eine Anti-Mate-Aktion gesehen. Da wäre so locker noch ein Rescue drin gewesen, ne? Wenn er jetzt noch Borrowed Time hat oder so und liest, ne, dann raste ich aus. Moment, wow. That Anti-Mate. Er hätte mich so retten können. Er ist wahrscheinlich schon draußen. Aber es war einfach eine Anti-Mate-Aktion. Das kann man nicht bringen, ey. Wenn es dir gefallen hat, lasst es uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.